Champions League gegen Bayern München. Und damit herzlich willkommen zu diesem Brocken. Das kann auf jeden Fall was werden hier gegen Bayern München. Kaum Erholungsphase gehabt. Und jetzt muss es ja gegen Bayern funktionieren. Gegen Lewandowski, gegen Robben, gegen Götze. Gegen Ribéry, gegen Schweinsteiger, gegen das komplette Paket. Nach der Niederlage gegen Man City, einen Tag davor, haben wir jetzt eben wieder die ganz normale Formation hier. Die sind aber auch nicht so fit. Deswegen bin ich gespannt, wie das hier jetzt wird. Kann was werden. Kann was werden. Bayern spielt wie gewohnt mit Müller im defensiven Mittelfeld. Okay. Aber ansonsten alles wie gewohnt. Wie wird es? Henderson, Sturridge. Die wollen alle gewinnen. Die wollen alle gewinnen und wir wollen natürlich auch gewinnen. Und jetzt werden wir sehen, wer hier das Potenzial hat. Vielleicht kommen wir ja mal weiter. Im letzten Jahr sind wir ja gegen Dortmund ausgeschieden. Ich glaube auch im Achtelfinale. Und jetzt kommt eben Bayern und das macht es uns auf gar keinen Fall einfacher. Im Gegenteil. Man könnte schon sagen, dass das Spiel hier auf jeden Fall schwieriger ist oder die Mannschaft besser ist als Dortmund. Aber jetzt, Eriksen, Eriksen ist vorm Tor, Eriksen, Eriksen! Oh mein Gott! Was für ein Start. 1-0 Führung. Aber wir hatten diese ja auch gegen Dortmund. Da haben wir, glaube ich, in Dortmund haben wir da, glaube ich, 2-1 gewonnen, 3-1 gewonnen, 3-1 haben wir, glaube ich, gewonnen. Und dann haben wir nochmal 4-3 verloren oder sowas. 4-2, was weiß ich. Auf jeden Fall hat es nicht mehr gereicht. Oh je, oh je. Götze. Götze. Oh. Coutinho holt da den Ball gegen Lewandowski. Und jetzt ist Sturridge auf dem Weg zum 2-0. Sturridge! Was für ein Start. Oh, da hat sich jemand wehgemacht und der steht nicht mehr auf. Lewandowski. Ach, er scheint wieder aufzustehen, zum Glück. Schweinsteiger. Wird vom Ball getrennt. Super gemacht. Schneller Angriff und Kraft. Wow. Ribéry. Götze, Ribéry. Robben. Und Alaba, der gegen seinen Ex-Club spielt hier. Klärt den Ball aber nicht gut. Nicht gut. Puh.
Oh je, was für ein Bock, was für ein Bock. Aber Coutinho kann die Gefahr hier noch bereinigen. Balotelli macht das gut. Und jetzt wird Caceres noch hier mit eingebunden. Schade. Götze. Alleine. Holt sich Robben zur Verstärkung. Lewandowski. Flanke kommt perfekt auf den alleinstehenden Ribéry, aber der kann den Ball nicht ins Tor bringen. Gibt aber nochmal keine gelbe Karte. Nochmal Glück gehabt. Die Flanke kommt gut. Der Ball ist gut. Aber wird noch geklärt. Arjen Robben wieder. Arjen Robben. Kommt viel über links. Die Flanke ist nicht schlecht. Oh, wieder Kraft. Moreno, perfekt. Coutinho bietet sich jetzt an, aber da kommt niemand hinterher. Schade, aber gut gemacht. Und es gibt Einwurf. Oh! Balotelli aus dem Nix. Läuft da die mit die Auslinie entlang. Und irgendwie kommt der Ball wieder zu Robben. Bernat kommt mit einer schlechten Flanke hier. Sakko, was für ein Einsatz. 2-0 Führung. Puh, das ist schon krass. Und jetzt wechseln wir was aus. Bringen wir mal den Steven wieder auf den Platz hier. Den Steven Gerrard. Bringen dann Eriksen in die Mitte. Alaba nach da hinten. Moreno auf die rechte Seite. Und Caceres raus für Jordan Ibe. Und wen bringen wir noch? Bringen wir noch Lamela. Bin gespannt, wie die Bayern hier noch reagieren können. Ob sie noch ein Tor schießen? Die Chancen stehen auf jeden Fall nicht schlecht. Qualität ist vorne und Müller. Wichtiges Auswärtstor für die Bayern. Ja, Ei versucht es hier ganz alleine, aber das war nichts.
Starker Pass. Jetzt Sturridge. Sturridge, aber Neuer. Der ist eben auch noch da. Ui, Ribery. Ribery wird da von Henderson gestoppt. Schade. Ballverlust. Kontermöglichkeit. Götze, Schweinsteiger, Lewandowski, Robben. Und der Schuss war schwach. Sehr, sehr schwach. Jetzt kommt Lewis Holtby für Mario Götze. Holtby, der ja in der Premier League zeitweise Torschützenkönig oder halt, er war Platz 1 auf der Torschützenliste. Dann hat ihn Bayern ja weggekauft. Mal gucken, wie er sich jetzt hier macht. Holtby, da haben wir ihn. Oh je, Lewandowski! Schweinsteiger und Kopfballtor. 2-2. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Scheiße. Scheiße. Das heißt, im Rückspiel, wenn es da 0-0 ausgeht, sind wir draußen. Das heißt, wir müssen in München treffen. Aber gut, wir haben hier noch genügend Zeit, um ein Tor zu schießen. Und John, was macht der denn da? Was war das? Wieso mit dem linken Außenriss? Wieso? Rode kommt jetzt rein für Schweinsteiger. Unsere Auswechslungen haben sich jetzt bisher noch nicht wirklich gelohnt. Oh, das ist ein Foul. Das war ein ganz klares Foul. Und Rode, sieht er hier schon die gelbe Karte? Ja. Als Begrüßungsgeschenk sieht Sebastian Rode hier die gelbe Karte. Und jetzt gibt es eine gute Freischussmöglichkeit für Steven Gerrard. 30 Meter. Ein Neuer. Mann. Oh je. Oh Mann. Ich hab's geahnt, dass es so ein Kackspiel wird. Und dann wird's auch wirklich noch so ein Kackspiel. 2-0 vorne nach einer Viertelstunde. Und Bayern kämpft sich hier souverän zurück. Mit viel Glück. Aber das Spiel ist noch nicht vorbei. Vielleicht kommen sie sogar noch in Führung. Das wäre dann der Super-GAU. Kraft. Im Nachfassen. Kontermöglichkeit. Jordan Ibe startet. Kriegt den Ball. Perfekt. Aber Lahm klebt ihm an. Oh mein Gott, Jordan Ibe! Oh, der nervt. Der macht nur noch Kacke. Und sowas kann ich dann im Rückspiel eben nicht mehr berücksichtigen. Auch wenn er 12 Tore geschossen hat in der Premier League. Sowas kann ich dann nicht mehr berücksichtigen. Wenn man so mit den Chancen umgeht und so sein Spiel gestaltet, dann hat man es nicht mehr verdient, aufs Feld gestellt zu werden in so einem wichtigen Spiel.
Verdammt, verdammt. Wir sind am Drücker. Aber die Zeit läuft weg. Bayern kriegen den Ball nur noch raus. Sie sind natürlich zufrieden mit dem 2-2 hier auswärts. Und die kommen nochmal, die kommen nochmal. Aber das dürfte es gewesen sein. Ne, Sturridge darf nochmal. Sturridge. Sturridge verliert den Ball gegen Müll. Ey! Scheiße, wir sind auf jeden Fall im Hintertreffen. Wir müssen in München treffen, sonst war's das. Wir sehen uns. Bis dahin. Ciao. Bis dann. Adieu.